Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crisis. Versuchen wir das Ganze jedoch nochmal. So. Nee. Das wollte ich. Sagt die Macht der Gewohnheit. Dann lasse ich die Gegner jetzt einfach mal Gegner sein. Geh mal vorsichtshalber auf Cloak. Obwohl, nee, ich glaube hier noch nicht. Ach so, ich könnte natürlich auch einfach hier drüber laufen. Na ne, komm, wir gucken, ob wir da irgendwie dran vorbeikommen. Mal schauen, ob da irgendjemand Interesse an uns hat, da oben. Bisher ja noch nicht, wie es scheint. Da bräuchten wir auch dringend mal wieder Muni für, oder müssen sie halt mal austauschen. Ja, das war nicht gut. Machen wir es nochmal. So, jetzt haben die da oben auch wieder Spaß, wie mir scheint. Schade. Hätte klappen können. Wir müssen doch da hoch. Oder? Da war jemand. Aber er geht wieder. Okay, der hat mich entdeckt. Ich sollte weg. Okay, ja, ich bin unterwegs. Das war nicht so wirklich gut geschossen hier. Huiuiuiuiuiui. Jesus, I think I found Badowski. Whatever took out Aztec and Jester must have got to him too. Keep moving, Nomad. We've still got three more hostages out there. Let's hope they're in better shape than this one. Ist das hier Badowski? Oh ja, der sieht nicht mehr so gut aus. Okay, Shotgun voll. Ach komm, dann lassen wir die einfach mal. Passt schon, müssen ja nicht alle hier umlegen. Die haben wir dann auch wieder ihren Spaß. Okay. Wo sind das die da hinten? Gehen wir vielleicht von dem Weg runter. Könnte man so ein bisschen auch hier auf die Umgebung achten und auf die Karte. Ah ja. Da sind sie. Okay. Mit der Granate habe ich mich mehr geschadet als sie.
Okay, das sind jetzt doch ein bisschen viele. Ah, jetzt kommt die von hinten. Na, praktisch. Oh, ich möchte ungern sterben. Nicht sterben, nicht sterben. So. Schleicht er sich einfach so von hinten an. Der auch. Nicht so schön. Gut, drei Stück haben wir noch. Das sollten wir noch hinkriegen. Wie bist du denn jetzt gestorben? Scheinbar geht es hier noch weiter, habe ich so den Eindruck. Ah, Sniper. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Da haben wir halt nicht mehr so viel Schuss. Da geht's noch. So, warten wir mal kurz. Nachladen mit der Energie. Und dann schauen wir mal weiter. Was es hier noch Schönes gibt. Scheinbar haben sie was entdeckt. Vielleicht doch mal die Waffe hier austauschen sollen. Vielleicht wäre das ganz sinnvoll gewesen. Na gut, wir schleichen ja noch ein bisschen weiter voran. Da hinten sind sie, glaube ich. Aber wir kommen ja eigentlich gut an ihnen vorbei, habe ich so den Eindruck. Bisher zumindest noch. Ja, scheint alles noch weit genug weg zu sein. Gut. Und wieder nachladen. Aber es geht halt echt gut. Dieser Cloak, die Cloak-Fähigkeit ist doch schon sehr praktisch. War da unten was? Nee. Speichern könnte ich auch mal nochmal, fällt mir gerade mal ein. Wäre blöd, wenn wir jetzt hier gestorben wären. Kann ich hier eigentlich durch? Upp, nein. Verdammt, ich wollte eigentlich ja... Wo, wir haben ja unser... Wir können ja wieder laden. Wäre nämlich gar nicht verkehrt, wenn wir dann hier direkt weiterkommen. Okay, so schon mal nicht. Jetzt speichere ich da oben dann mal ab.
So, speichern. Dann gehen wir auf Stärke. Und hüpf. Nee, ich möchte eigentlich an dem Ding da vorbei hüpfen. Kann aber gut sein, dass das nicht beabsichtigt ist. Ne. Ich schätze, wir müssen darüber. Obwohl, warte, ich könnte mal versuchen, auf die andere Seite zu hüpfen von hier aus. Das könnte ja funktionieren, eventuell, wenn ich hier ein bisschen Anlauf nehme. Hep. Doppelsprung geht nicht. Wieso geht kein Doppelsprung? Okay. Ich glaube, es ist einfach nicht gedacht, dass wir darüber kommen. Nee. Naja, gut. Hat jetzt auch wieder das Falsche ausgewählt, sehe ich gerade. Die Gewohnheit mit dem Cloak hier. Da wäre jemand. Ach warte, wir haben doch hier, glaube ich, diese Betäubungspfeile noch, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte ich hier mal gucken, ob die was bringen. Da haben wir ja unendlich Schuss von, praktischerweise. Okay, da hat so ein Baum zerlegt. Wir sind aber durchgekommen, ohne irgendwie Stress zu schieben. Ah ja, da hinten ist er. Na, wie sieht's aus? Come on, Nomad. The road to the excavation site is through these caves. Let's move out. Ah, okay. The hostage was CIA. You knew, didn't you? I'd have told you earlier if I thought it made a difference. The CIA have been tracking Rosenthal for years. What do they want with an archaeologist? His team discovered evidence of advanced technologies that predate man. We need to know what they found and why the Koreans are so determined to hide it. Understood. Naja, dann mal Abflug. Schauen, was das wird. The situation's foobar. I still can't reach JSOC on the secure channel. Must be another jammer. We need to find it and take it out. Until then, we're on our own. The highlighted area of the map is about 3 clicks up this valley. The sooner we are off this rock, the better. Come in, Prophet! Come in! Damn it! Okay, here. Nomad, this is Major Strickland at OPCOM. I just lost your squad leader. Suit readings and location signal are negative. What the hell's going on down there? Prophet is MIA. I repeat, Prophet is MIA. I've got 2 men down and something just grabbed Prophet. It dragged him into the jungle. He's gone. We're gonna pull you out of there, son. Sit tight, and I'll get a bird down there to you ASAP. Negative, sir. I can still complete. I've got intel on Rosenthal's location. He's being held at an excavation site somewhere near a Korean military base. I'm going after him. It's your call, son. But our GPS system's being jammed. We can provide no tactical support at this time. If you can locate and disable the jammer, I'll run a satellite scan of the area and see if we can locate that excavation site. Copy, Major. Much appreciated.
Tja, und wieder einer weniger. Passenderweise auch Left Behind genannt jetzt die Mission hier. Hier sind doch bestimmt noch Gegner, oder? Ja. Okay, das wird doch ganz praktisch hier mit den Pfeilen. Vielleicht sollte ich die mal nutzen. Dann jagen wir mal ein bisschen. Komm, schneller. Danke. Ah, wir haben ja noch ein bisschen Gegner. Wo sind die? Achso, da sind die. Wachen die nochmal auf? Okay, ich habe echt nicht mehr wirklich viel Munition hier. Außer für die Shotgun. Das ist gar nicht mal so gut. Ah, wir könnten uns das Auto hier mal schnappen. Hütchen, Vorsicht, du könntest sterben. Das ist nicht gut. Okay. Nutzen wir das einfach mal gerade hier, um ein bisschen Schutz zu haben und ein paar Leute zu erledigen. Ist ja richtig viel los hier. Meine Güte. Ah, okay. Ich sollte raus, bevor das Ding explodiert. Herrschaftszeiten. Mehr speichern. I still can't reach JSOC on the secure channel. What the hell? Prophet, you read me? Come in, Prophet. Come in. Damn it. Nomad, this is Major Strickland at Opcom. We just lost your squad leader. Suit readings and location signal are negative. What the hell's going on down there? Prophet is MIA. I repeat, Prophet is MIA. I've got two men down and something just grabbed Prophet. It dragged him into the jungle. He's gone. I'm gonna pull you out of there, son. Sit tight and I'll get a bird down there to you ASAP. Negative, sir. I can still complete. I've got intel on Rosenthal's location. He's being held at an excavation site somewhere near a Korean military base. I'm going after him. It's your call, son. But our GPS system's being jammed. We can provide no tactical support at this time. Locate and disable the jammer. I'll run a satellite scan of the area and see if we can locate that excavation site. Copy, Major. Much appreciated. So, ich glaube, wir haben ein bisschen Probleme hier gerade, aber ich hoffe mal, wir kriegen das hin. So, kann ich mich dann mal gemütlich hier rüber begeben? Dass wir da mal ein bisschen aus dem Schussfeld rauskommen.
Könnte ich nämlich. Da ist wieder scheinbar irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass sie teilweise echt auf dir spawnen, so mehr oder weniger, die Gegner. Mal gucken, ob wir hier was finden. Ich glaube, ich soll doch langsam mal wieder die Waffe wechseln und befürchte, unser Scar muss langsam mal weichen. Na gut, dann gucken wir mal, wie das hier wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.